Alle erwähnten Charaktere sind fiktional und volljährig. Es handelt sich hierbei um eine komödische Darstellung und ist absolut nicht ernst zu nehmen. Diese Geschichte beginnt mit Misuto, einem hässlichen, streberhaften Loser, dessen ausgeflippte Ex seine Schwester wird. Verwirrt? Nun, sie haben sich im College getrennt und ich werde den Rest der Spoiler für später aufheben. Damit wären wir auch schon bei der Geschichte. Das war's. Schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ach nee, so weit sind wir noch nicht. Als Misuto und seine verrückte Ex dachten, sie würden sich nie wiedersehen, hatten ihre Eltern andere Pläne. Sie haben einander buchstäblich geheiratet. Um mit der Situation zurechtzukommen, die vor ihnen lag, beschlossen die Stiefgeschwister zu sehen, wer den meisten Zorn hat. Derjenige, der sich zuerst aufregt, verliert und muss tun, was das ältere Geschwisterchen will. Als das Spiel beginnt, fängt Yuma an, Misutos Bücher anzufassen, wie es jedes normale Geschwisterkind tun würde. Und wie in jeder normalen Situation zwischen normalen Geschwistern ist Misuto sofort verärgert. Diese Sorge wird jedoch noch größer, als er sich seiner geheimen Pandora-Box nähert. Um zu verhindern, dass sie sein tiefes, dunkles Geheimnis entdeckt, entschuldigt sich Misuto aufrichtig bei Yuma für den Ärger, den er ihr bereitet hat, und bittet sie, sich mit ihm zu versöhnen. Von da an erinnert sie seinen Riss an den Misuto aus vergangenen Zeiten und mit roten Wangen flüstert sie seinen Nachnamen. Als Misuto sieht, dass Yuma rot wird, kann er nicht anders als dreckig zu grinsen. Rate mal, warum? Nun, weil er das Spiel gewonnen und sie es verloren hat. Jetzt bestraft Misuto sie, indem er sie bittet, ihn mit einem anderen Namen anzusprechen, neben seinem Vornamen. Yuma, die schon ganz rot geworden ist, wird jetzt knallrot, aber schließlich schafft sie es, ihn großer Bruder zu nennen. Das lässt Misutos Herz höher schlagen, denn sein lebenslanger Traum, Oni-chan genannt zu werden, wird endlich wahr. Er reißt sich zusammen und sagt ihr, dass sie keinen Ärger mehr suchen soll, aber wir alle wissen, dass er will, dass sie das wieder und wieder tut. Unser Junge meint, sie sei zu dumm, um sein Genie zu überlisten. Das bringt das arme Mädchen zum Weinen und sie erinnert ihn daran, dass er in der Vergangenheit noch nie so etwas Gemeines zu ihr gesagt hat. Misuto bereut seine Worte sofort und streichelt ihr sanft über den Kopf in der Hoffnung, dass er ihr verzeiht, aber Yuma schlägt seine Hand weg und sagt ihm, dass sie ihn jetzt hasst, bevor sie aus dem Zimmer sprintet. Am nächsten Morgen kommen sie in die Highschool, wo Misuto und Yuma ihr legendäres Pech verfluchen, weil sie nicht nur in derselbe Klasse gehen, sondern auch in dieselbe Klasse. Hä? Das steht hier wirklich so. Was für ein Glück. Misuto, der die Führung übernimmt, rät seiner Stiefschwester, dies als Neuanfang zu betrachten und aufzuhören, ein Freak zu sein. Sie muss lernen, ein paar gute Freunde zu finden. Yuma hingegen fragt sich, warum er sie mit so kostenlosen Ratschlägen überschüttet. Sie lässt Misuto sprachlos zurück, als sie von seiner Seite weicht, um die Eröffnungsrede zu halten. Ihr Plan geht auf, denn alle Mädchen der Klasse scharen sich um sie und bewundern ihr Selbstbewusstsein. Währenddessen ist Misuto von Yumas Fanboys umringt, die alle versuchen, mit ihm befreundet zu sein, in der Hoffnung, eine Chance zu bekommen, sie zu klappen. What the? Später ab zu Hause fragt Yuma ihn, ob es ihn störe, dass sie ihn wie ein Sprungbrett behandelt, aber Misuto sagt, es sei besser, sie einfach zu ignorieren. Als am nächsten Tag von den Yuma-Sims begrüßt wird, ergreift Yuma Misutos Arm und drückt ihn gegen ihre Melonen. Wahrscheinlich eine Art, den anderen zu sagen, dass sie sich verpissen sollen. Die armen Loser, die diese plötzliche Intimität zwischen den Stiefgeschwistern sehen, versuchen sie daran zu erinnern, dass sie Bruder und Schwester sind, aber Yuma weist sie ab, indem sie sich selbst als Brocon bezeichnet. Am Abend, als die Eltern nicht zu Hause sind, beschließen die Stiefgeschwister, etwas zum Abendessen zu kochen. Yuma wird sich dessen immer bewusster, denn sie kann das Gefühl von Yumas Armen, die gegen ihre wackeligen Melonen gedrückt werden, nicht vergessen und es ärgert sie sehr, als Misuto sagt, dass er das schon vergessen hat. Jetzt denkt sie, dass ihre Kurven ihn überhaupt nicht anziehen, also beschließt sie, Misuto zu testen, indem sie in einem Handtuch vor ihm auftaucht und ihre riesigen Melonen zur Schau stellt. Als Misuto diese Obszönität sieht, verschluckt er sich an seinem Getränk und fragt sich, was in aller Welt sie da vorhat. Doch Yuma hat die ultimative Rechtfertigung parat. Es ist ihr Zuhause, sie kann sich anziehen, wie sie will, sie hat erreicht, was sie erreichen wollte. Das errötende Gesicht hat sie bereits befriedigt und nun lässt sie sich neben ihm nieder und fragt ihn, ob er ein kultivierter Mann ist, der seine Stiefschwester cool findet. Als Antwort bekommt sie nur das rote Gesicht von Misuto. Aufgeregt beschließt sie, ihn weiter zu bedrängen, aber versehentlich löst sich ihr Handtuch und gewährt dem Glücklichen fast einen Blick in den Himmel. Ein Fehler, der sie aus der Fassung bringt. Zu allem Überfluss stellt sich Misuto vor sie und kommt näher, sodass sie sich fragt, ob der Typ sie anbaggern will. Aber der Kerl zieht ihr einfach nur seine Jacke über und kritisiert ihren Leichtsinn. Oh Mann. Jetzt ist es dem Mädchen peinlich und sie steht auf, um sich zu bedanken, stolpert aber über seine Jacke. Beim Versuch, sie aufzufangen, landet Misuto in einer, nennen wir es mal, sehr komischen Position auf dem Sofa. In diesem süßen Alabama-Moment wird es romantisch, als Misuto ihre Wange streichelt und sie fast küsst, als sie plötzlich die Schritte ihrer Eltern hören. In Panik versteckt sich Yuma unter dem Sofa, während Misuto einfach nur da sitzt und darüber nachdenkt, was zum Teufel er gerade getan hat.
Am nächsten Tag spricht ein noch größerer Verlierer, Kawanami, Misuto auf Yume an, der sich sofort weigert, sein Wingman zu sein und erklärt, dass er den Abschaum nicht an Yume heranlässt. Aber das reicht nicht aus, um den Verlierer zu entmutigen, der immer wieder behauptet, dass er nur eine gute Freundschaft will. Daraufhin besticht er Misuto, indem er ihm eine Seite der errötenden Yume zeigt, die dem Giga-Chad-Riss ihres Stiefbruders schmeichelt. Später im Fitnesskurs wird ein Mädchen namens Minami dabei beobachtet, wie sie Yumes Melonen begafft. Anscheinend sind ihre flach. Als Yume ihr offenbart, dass sie vor einem Jahr genauso war wie sie, umarmt das Mädchen sie begeistert. Und so werden sie Freunde. Ja, so einfach geht das, Freunde. In der Turnstunde verflucht Yume ihre schwachen Sportgene und kämpft darum, mit Minami mitzuhalten, die in dieser Hinsicht offenbar ein Naturtalent ist. Aber als sie sieht, wie unmotiviert Misuto ist, schwört sie sich, dass sie nie so werden wird wie er. Später stemmt sie Gewichte, macht Akrobatik und läuft einen 50-Meter-Lauf, was sie so erschöpft, dass sie in Ohnmacht fällt. Doch ihr Ritter in glänzender Rüstung fängt sie gerade noch rechtzeitig auf und erinnert sie daran, dass sie nicht Usain Bolt werden muss. Später auf der Krankenstation gibt Yume zu, dass sie nicht von Natur aus sportlich ist und sich erbärmlich fühlt, weil sie an ihre Grenzen stößt. Minami hingegen ist froh, dass sie endlich ihre Schwäche kennt. Obwohl es Yume anfangs peinlich ist, werden sie schließlich enge Freunde und sprechen sich mit Vornamen an. Am nächsten Tag wird Yume krank und Minami bedrängt Misuto so sehr, dass er sie zu sich nach Hause holen muss. Doch als Yume Misuto sieht, wird sie an die Zeit in der Mittelschule erinnert und fängt wieder an, für ihn zu schwärmen. Yume bedankt sich später bei Minami, dass er sie besucht hat. Minami hingegen ist ganz versessen darauf, Brei für sie zu kochen und zwingt Misuto sogar, ihr in der Küche zu helfen. Dort stellt sie ihm seltsame Fragen, zum Beispiel, was er tun würde, wenn er ein Mädchen mitbringen wollte, während Yume zu Hause ist. Er fragt sich jedoch, warum sie denkt, dass ein hässlicher Nerd wie er überhaupt ein Mädchen mit nach Hause nehmen kann. Minami hingegen wird nicht so leicht aufgegeben. Sie behauptet, sie sei eine begabte Hellseherin, die Gesichter lesen kann und kann leicht erkennen, dass er vor nicht allzu langer Zeit von seiner Freundin sitzen gelassen wurde. Das trifft natürlich einen Nerv und Misuto weigert sich zu antworten, auch wenn sie ihn immer wieder fragt. In der Zwischenzeit ist der Brei fertig und Minami füttert Yume mit ihren Händen, sodass Misuto und wir uns fragen, wo genau die Handlung hinführt. Nachdem Minami gegangen ist, kehrt er in Yumes Zimmer zurück, wo sie zugibt, eifersüchtig zu sein und sich fragt, warum er und Minami sich plötzlich so gut verstehen. Misuto erklärt ihr, dass es nur so aussieht, weil Minami ein extrovertierter Mensch ist und sagt ihr, sie solle sich ausruhen, aber sie weigert sich, ihn loszulassen und fragt ihn, ob sie seine Hand halten darf. Zögernd lässt er sie gewähren und errötet sogar, als sie seine Hand noch einmal gegen ihre Melonen drückt. Die ganze Szene erinnert ihn an die Zeit, als sie noch ein Paar waren. Nachdem sie stundenlang Misuto wie einen gehorsamen Hund behandelt hat, wird er extrem sauer, als er merkt, dass sie ihre Krankheit die ganze Zeit nur vorgetäuscht hat. Doch sie bittet ihn nur schüchtern um Vergebung. Er willigt ein und schenkt ihr ein sanftes Lächeln, bevor er in sein Zimmer zurückkehrt. Eines Nachts erinnert sich Yume an die dunkle Vergangenheit, als sie eine treue Anhängerin der Misuto-Sekte war. Sie verflucht die Zeit, in der sie all die abscheulichen Dinge tat, wie zum Beispiel alles, was sie von ihm erhielt, anzubeten und es sogar in ihrer eigenen geheimen Schatzkiste aufzubewahren. Später in der Nacht ertappt sie sich dabei, dass sie in denselben Kaninchenbau hinabsteigt, während sie seine Kiste hält und gegen ihre weiblichen Triebe ankämpft. Doch schon bald übernehmen ihre jugendlichen Hormone die Oberhand und als kultivierte Frau schnüffelt sie natürlich. Doch schon bald gerät sie in Panik, als sie sich fragt, was Misuto wohl denken würde, wenn er das eines Tages herausfindet. Das bringt sie tiefer in die dunkle Welt und sie fragt sich, wie er sie bestrafen würde. Er würde sie auf sanfte Art bestrafen und sie zwingen, ihn großer Bruder zu nennen. Überraschenderweise fühlt sich das für sie gar nicht so schlimm an. Sie beschließt, ihm seine Boxershorts zurückzugeben, denn sie würde lieber sterben, als ihre kranken Träume wahr werden zu lassen. Yume schleicht sich hinein und wartet, bis er eingeschlafen ist, damit sie sein Zimmer betreten kann. Doch sobald sie nach dem Türknauf greift, schwingt die Tür auf und offenbart etwas, womit sie überhaupt nicht gerechnet hat. Misuto war da und hielt ihre Melonenhalter. Ebenso verblüfft spielen sie ein Stein-Papier-Schere-Spiel, um zu klären, wer zuerst ein Geständnis ablegen würde. Und wie erwartet, verliert Yume. Dann erklärt sie ihm, dass sie sich an einem normalen Tag nicht so sehr um seine gottlose Unterwäsche kümmern würde, aber da sie an die Vergangenheit dachte, konnte sie nicht anders. Begeistert von dem, was er hört, bittet er sie, mehr zu erklären und begründet das damit, dass sie sich jetzt, wo sie Geschwister sind, besser kennenlernen müssen. Alter, ihr wart in einer Beziehung, wenn ihr euch jetzt noch nicht kennt, ist echt irgendwas verloren, Freunde. Yume verrät ihm, dass sie sogar alles aufbewahrt hat, was er ihr gegeben hat, als sie zusammen waren, und während sie das erzählt, wird Misuto rot. Sie fragt ihn dann, ob ihn dieses Gespräch freut, aber er lügt, dass er das alles eigentlich eklig findet. Tut er nicht. Als Misuto an der Reihe ist zu gestehen, sagt er nur, dass er den BH auf dem Badezimmerboden gefunden hat und bevor er ihn zurücklegen konnte, tauchte ihr Vater auf und er musste ihn in sein Zimmer bringen. Der Typ ist ein echt schlechter Lügner, Freunde.
Yume weigert sich, ihm zu glauben und macht sich Sorgen, dass er etwas Schlimmes mit ihrem Halter anstellen könnte, wie zum Beispiel in ihren Körbchen herumstochern. Misuto kontert, indem er sagt, er mache sich auch Sorgen, dass sie an seinen Boxershorts geschnüffelt haben könnte. Die sind so krank. Beide verschlucken die Anschuldigungen und streiten sie sofort ab, weil sie wissen, dass sie beide lügen. Yume wechselt das Thema, indem sie ihn daran erinnert, dass sie zur Strafe ihre Geschwisterregel gebrochen haben. Misuto schlägt vor, dass sie einen Befehl des jeweils anderen befolgen, der nicht gegen ihre Regel verstößt, und Yume stimmt zu. Yume wird wütend, als sie Misuto am nächsten Tag in einem Café mit einer unbekannten Frau reden sieht, weil sie ihrem alten Ich so ähnlich sieht. Sie erkundigt sich in ihrer Schule nach diesem Mädchen, aber ohne Erfolg. Verwirrung entsteht, als Minami bemerkt, dass sich jedes schüchterne Mädchen mit Leichtigkeit in Misuto verlieben könnte. Als Yume nach Hause kommt, leidet sie noch mehr unter der Vorstellung, dass er eine Affäre mit einer anderen Frau hat. Sie macht ein paar Fotos von den Schuhen und überredet Misuto, mit dem bisschen Verstand, den sie noch hat, eine Besorgung für sie zu machen. Sie macht sich auf den Weg zu seinem Zimmer, um das Mädchen auf frischer Tat zu ertappen, nachdem seine Schritte verraten haben, dass er weg ist. Aber sie wird von Misutos unverständlicher Miene enttäuscht. Als sie zurück zur Haustür rennt, sieht sie, dass ihre Zielperson in die gleichen Fußstapfen tritt, aber die Slippers sind weg. Sie behauptet, Misuto hätte sie weggeschickt, aber er glaubte nicht, als er sagt, dass niemand nach Hause gebracht wurde. Sein Detektivgehirn wird schließlich wachgerüttelt, als sie ihm das Foto zeigt, die sie gemacht hat. Er verlangt, dass man ihn in Ruhe lässt, weil er müde ist, und er gibt unumwunden zu, dass er es getan hat. Yume denkt an ein ziemlich schmutziges Bild, das die Worte heraufbeschwören, und sie kommt zu dem Schluss, dass er wegen seiner Handlung mit dieser Frau müde sein muss. Während sie in ihrer Kammer einschläft, erinnert sich Misuto an die Begegnung mit einem rätselhaften Mädchen in der Bibliothek, das ihm einen Heiratsantrag machte. Später entpuppte sie sich als Minami in Verkleidung und sagte ihm, dass sie ihn heiraten wolle. Kurz nach Yume bat er Kawanami um Hilfe, weil er dachte, dass Minami diejenige war, die in ihr Haus eingebrochen war. Der Idiot erklärt, dass Minami eine unheimliche, zwanghafte Person ist, die jeden vernichtet, in den sie sich selbst verliebt. Nach nur 3 Monaten Beziehung wurde sogar ihr Ex-Freund wegen ihres Fluchs ins Krankenhaus eingeliefert. Das macht Misuto Angst, also klopft er an Yumes Tür und bittet sie um ein Date, nachdem er sich bei Kanami Rat geholt hat. Yume fragt sich, ob eine Verabredung mit Misuto gegen ihre Geschwisterregel verstößt, während sie darauf wartet, dass er am nächsten Tag kommt. Sie vergleicht ihren Tag mit einem Familienausflug und schafft es, sich selbst teilweise zu überzeugen, aber Misuto flippt aus, als er sie in voller Montur auftauchen sieht. Sie fällt in Ohnmacht, als sie merkt, dass all ihre Fantasien endlich wahr geworden sind. Yume sagt sich, dass sie weiterhin eine unhöfliche sein soll, damit er es nicht herausfindet, obwohl sie völlig durchdreht. Aber als er ihre Hand ergreift und sie kopfüber zieht, ist all die harte Arbeit, die in die Vorstellung geflossen ist, zunichte gemacht. Währenddessen verfolgen Kawanami und Minami die beiden als Detektive verkleidet und warten darauf, dass die Schwesternummer im Aquarium schiefgeht. Misuto macht sich bereit, Yume zu verzaubern und Minami zu zeigen, dass er der Einzige ist, der die Fähigkeit hat, sie zu kleppen. Er folgt Kanamis furchtbarem Rat und lobt zunächst ihr Outfit, was ihm ein schlechtes Gewissen macht, weil er so ein Weichei ist. Unerwarteterweise funktioniert es aber, denn Yume errötet und bedankt sich bei ihm, was sein Selbstwertgefühl sofort stärkt. Jetzt, wo sie auf Wolke 7 schweben, packt er Yume an der Schulter. Als kultivierte Frau wird sie von seinem Geruch high und fragt sich, warum er plötzlich so nett ist und so gut riecht. Kurz bevor sie seiner Anziehungskraft erliegt, reißt sie sich jedoch zusammen und weist ihn an, seine Hand wegzunehmen. Obwohl er ihre Anweisung befolgt, fragt er sich, warum diese Tate so nervtötend ist. Später fragt er sich, warum er versucht, ihr zu helfen, wo sie doch gar nicht seine Freundin ist und sie es war, die die Bekanntschaft eines besessenen Irren gemacht hat. Doch Yume verirrt sich und landet irgendwo unter einem Vordach, während sie an ihre Fehler denkt. Als Misuto sie in diesem Moment anruft, entschuldigt sie sich dafür, dass sie Ärger gemacht hat und sagt, dass sie eine Strafe erwartet, aber er versichert ihr, dass er sie kriegen wird und dass es nicht ihre Schuld ist. Sein überraschendes Mitgefühl erinnert Yume an ihr erstes Date in der Mittelschule. Damals wollte sie auch verschwinden, aber Misuto versicherte ihr, dass es nicht ihre Schuld war. Er hat sie nach stundenlanger Suche gefunden und ihr etwas zu trinken angeboten. So wie sich die Geschichte wiederholt, sagt Misuto zu ihr, dass sie ihren Orientierungssinn wiederfinden muss, und sie fangen an zu streiten, wie sie es immer tun. Sie fühlen sich entspannter und setzen ihr Date fort, indem sie die schlechte Buchauswahl des anderen kritisieren und über Verschwörungen sprechen. Minami hingegen ist aus der Ferne eifersüchtig auf die Verbindung. Als sich das Geschwisterdate dem Ende zuneigt, fragt sich Misuto, warum er sich wie ein kleines, unsicheres Kind verhält und ständig die Dinge ruiniert, die er liebt. In diesem Moment taucht Minami auf, gesteht, dass sie in sein Haus eingebrochen ist, und bittet ihn um Vergebung. Sie bittet ihn, Yume nichts davon zu erzählen, und fragt ihn, ob er der Vater ihres zukünftigen Nachwuchses sein möchte.
Der Giga-Chat lehnt erneut ab, aber sie sagt, dass es der einzige Weg sei, jemanden zu finden, der ihn ersetzen könne, um sie zu korrigieren. What the hell? Als Misuto später nach Hause kommt, droht Yume damit, ihre Strafe zu nutzen, um sich an ihm zu rächen. Als er ja sagt, dreht sie durch und fügt so viele Fotos wie möglich zu ihrer Galerie hinzu. Misuto bemerkt ihre Aufregung wie ein Fangirl und bietet ihr an, ihr einen weiteren Wunsch zu erfüllen. Er nähert sich von hinten und sie bittet ihn, ihr ins Ohr zu sprechen. Hallo. Yume hält ihn liebevoll fest, als er ihrem Wunsch zustimmt. Als Kanavi am nächsten Tag behauptet, dass er ein Experte für Minami ist, fragt sich Misuto, ob er jemals ernsthaft krank war. Er antwortet, dass das in der Mittelschule war, was beweist, dass er tatsächlich der notorische Schwachkopf war, der Minami geklatscht hatte. Yume bittet Misuto, eines Tages ein Geschenk für ihre Mutter zu besorgen, während er in seiner Weeb-Ritualen lebt. Sie sagt, dass sie ihre intensive Geschwisterliebe nicht auf diese Weise ausdrücken können, auch wenn er sie bittet, allein zu gehen. Trotzdem lehnt er ab, weil er lieber zu Hause verrotten möchte, als für seine Ex-Mutter einkaufen zu gehen. Aber als Yume in voller Montur vor ihm auftaucht, ändert er plötzlich seine Meinung und lässt seinen geliebten Comic los. Sie ist gespannt auf seine Antwort und fragt sich, warum er mit ihrer Stiefschwester flirtet, wenn sie doch Kosmetik aufgetragen und einen Strafpunkt für ihr Spiel bekommen hat. Die Handlung schreitet voran, als sich kurze Zeit später in einem Zug in einer sexuellen Stellung mit Yume befindet und sie ihm befiehlt, sich nicht zu bewegen. Als sie auf dem Markt ankommen, streiten sie darüber, was sie ihrer Mutter schenken sollen, entscheiden sich aber schließlich für ein Blumenarrangement. Yume bemerkt etwas Seltsames an Misuto, auch wenn sich beide über ihre Leistung freuen, und die Geste bringt sie zu Tränen. Später in der Nacht wirft sie einen Blick auf ihn, als er seine verstorbene Mutter ehrt, und wird dabei überrascht. Als sie ihn nach seiner Mutter fragt, antwortet Misuto, dass er sich nicht mehr an sie erinnern kann, weil sie starb, als er noch ein Baby war. Yume stützt sich auf seine Schulter und bietet Misuto ihre emotionale Unterstützung an, was ihn sehr berührt, da er sich entmutigt fühlt. Später schlägt er vor, dass sie ihre Eltern zum Muttertag eine private Hochzeitsreise schenken. Yume ist besorgt, dass sie nicht genug Geld für Urlaubsgutscheine haben werden, aber Misuto schlägt vor, dass die beiden einen Tag von zu Hause wegfahren und nicht ihre Eltern. Er sagt, dass sie aufgrund ihrer begrenzten Mittel und ihres Status als Schüler höchstens ein Love-Motel reservieren können. Sie interpretiert das jedoch falsch und lehnt es entschieden ab, die Nacht mit ihm zu verbringen. Da Kawanami und Minami Nachbarn sind, schlägt er vor, dass sie stattdessen bei ihnen zu Hause übernachten, und Yume stimmt zu. Yume beginnt an der Beziehung von Minami und Kawanami zu zweifeln, als sie sich während ihrer Übernachtung wie ein Ehepaar streiten. Nachdem er Kawanamis Antwort gehört hat, vermutet Misuto, dass Minami und Kawanami mehr als nur Nachbarn sind. Sie sind vielmehr eine Jugendliebe. In der Annahme, dass sie nur zwei Menschen sind, die sich auseinandergelebt haben, fragt Kinami stattdessen nach der Beziehung von Misuto und Yume. Er fragt, ob Misuto ihre köstlichen Melonen schon probiert hat, was dieser prompt verneint. Doch als Yumes Beleidigungen in seinem Posteingang landen, beschließt Kawanami, seinen ganzen Beruf an den Nagel zu hängen, und schreit es laut, woraufhin eine wütende Yume gegen die Wand ihrer gemeinsamen Wohnung hämmert. Misuto rächt sich an Kawanami, indem er sich ins Bett schnallt und laut aus seinem alten Tagebuch rezitiert. Er liest von seinem Wunsch, Minami für den Rest ihres Lebens zu klappen. Kaum hat er das getan, schlägt Minami gegen dieselbe Wand und befiehlt ihm, das Tagebuch in Brand zu setzen. Zu ihrem Entsetzen finden sich die Ex-Paare beim Mittagessen im selben Restaurant wieder, während sich der turbulente Tag in den Abend hineinzieht. Ach, das wäre was für TikTok, Freunde. Misuto findet es schwierig, eine Saftbar zu benutzen, während Kawanami und Minami sich über die Lieblingsspeisen des jeweils anderen lustig machen. Yume macht ihm einen Cocktail und sagt, es sei verständlich, dass ein Nerd wie er sie noch nie benutzt hat, weil er keine Freunde hat. Als sie zu ihren Plätzen zurückkehren, wirft sich Minami an Misuto heran und bittet ihn, ihr Nachhilfe für die bevorstehenden Zwischenprüfungen zu geben. Als er sie fragt, warum sie sich plötzlich so nahe gekommen ist, findet er heraus, dass sie versucht, Yumes Eifersucht zu wecken. Er rät Minami, sich an Yume zu wenden, denn Yume ist eine gefräßige Leserin und eine bessere Lehrerin. Doch trotz seiner arroganten Behauptung bleibt Misuto die ganze Nacht auf und lernt in Kawanamis Zimmer, sehr zu dessen Ärger. Als er nach seinen Beweggründen gefragt wird, antwortet er nur, ich kann nicht gegen Yume verlieren, was Kawanami dazu ermutigt, auch Minamis Punktzahl zu übertreffen. Als Misuto später am Abend auf den Balkon geht, um frische Luft zu schnappen, trifft er auf Yume, die als kommender Frosch verkleidet in den Mond starrt. Sie wird ganz nervös, als er sie anlacht und ihr sagt, dass sie süß aussieht. Yume flüstert ihm zu, dass der Mond wunderschön ist, und stellt eine Verbindung zwischen dieser Szene und ihrem ersten Treffen mit Misuto auf einem Schulcampingausflug her. Misuto ist schockiert und fragt ihn, was er tun würde, wenn sie ihm sagen würde, dass sie ihn seit ihrer unbedeutenden Begegnung liebt. Es fällt ihr schwer zu glauben, dass sie sich daran erinnert, aber er macht ihr klar, dass das jetzt, wo sie eine Familie geworden sind, keine Rolle mehr spielt.
Als sie ihn fragt, ob er glaubt, dass sich ihre Eltern in Zukunft trennen werden, antwortet Misuto, dass sie glaubt, dass sie ihr ganzes Leben in diesem Alabama-Quatsch verbringen werden. So ärgerlich es auch klingen mag, Yume lehnt Minamis Angebot, mit ihr nach Hause zu gehen, wenn die Prüfungssaison beginnt, dankend ab. Yume muss sich mehr anstrengen als die anderen Mädchen, weil sie die beste Schülerin der Klasse ist, aber der Schwachkopf versteht nicht warum. Yume beschließt, dass sie heute Abend den ersten Platz in der Klasse erreichen will, weil sie dorthin gehört. Sie hat sich auch besonders angestrengt, um Misuto in einer Mathe-Klausur in der Mittelstufe zu schlagen, nachdem er sie übertrumpft hatte. Aber selbst als sie den Gipfel erreicht hatte, ignorierte er sie. Sie fühlte sich deshalb wie ein unsichtbarer, abstoßender Streber. Du hast dir doch darauf hingewiesen, dass es angesichts der Tatsache, dass sie eine Mystery-Roman-Otaku ist, Sinn macht, dass sie die besten Mathe-Noten erhielt, als sie sich später in einer Bibliothek trafen. Sie heiratete ihn an diesem Tag in ihrem Kopf und ließ ihn nie wieder los. An diesem Abend entdeckt Yume ihn im Wohnzimmer, wo er etwas erlebt, das er als spirituelle Erfahrung bezeichnet, und sie ist wütend, als sie feststellt, dass er nicht in seinen Studien ist. Sie streiten sich und sie sagt, dass er immer gegen sie verliert, weil er glaubt, er sei eine Art unschlagbarer Gott. Yume sagt, dass er nicht weiß, dass das ihr zugewiesener Platz ist, während Misuto sich fragt, wie es wohl wäre, sie zu übertreffen. Am nächsten Tag erfährt Yume ihre Prüfungsergebnisse, aber sie fühlt sich von Misutos Intelligenz eingeschüchtert und beschließt, ihm zu folgen. Als sie merkt, dass er eine Frage nicht beantwortet hat, stapft sie hinaus und fragt sich, ob er es getan hat, um ihr zu helfen, die höchste Punktzahl zu erreichen. Besorgt warnt ihre Mutter ihn, er solle aufhören, sie wie ein Stück minderwertigen Müll zu behandeln, denn sie würde eher sterben, als seine Großzügigkeit anzunehmen. Wütend argumentiert Misuto, was ist falsch daran, ihr den Platz zu überlassen, den er nie für sich selbst wollte, und fügt hinzu, dieses Verhalten passt mir nicht, vor allem, weil sie diejenige ist, die ihr öffentliches Image anbetet. Yume rennt weinend davon und als die Ergebnisse bekannt gegeben werden, ist Misuto von Reue überwältigt. Der erstplatzierte Misuto macht sich über ihren zweiten Platz lustig und bemerkt, dass er sie um den geringen Druck beneidet, den sie ausübt. Yumes Erleichterung und ihre Verwirrung darüber, warum sie geglaubt hat, dass ihre ganze Persönlichkeit nur ein Notenblatt ist, dienen als Beweis dafür, dass sie echt ist. Yume ist zu Tränen gerührt, als Minami und die anderen ihr zu ihrem relativen Sieg gratulieren und ihr wird klar, dass sie ohne Misuto nicht leben kann, wenn er weiterhin die einzige Person ist, die sie versteht. Als sie in der Bibliothek nach ihm sucht, findet sie ihn mit einem neuen, attraktiven Mädchen. Dieses Mädchen entpuppt sich als Elvina, nein, als Higashira, der introvertierte Freak, den Misuto als seinen einzigen Kumpel bezeichnet, der seine Ansichten teilt. In ihrer Freizeit lesen sie Unterhaltungsromane und reden über die Philosophie der Freundschaft. Außerdem will sie, dass er ihr die Socken anzieht, wenn sie fertig sind. Obwohl er nicht weiß, was für ein Kink das ist, lässt er sich darauf ein. Auf ihrem Spaziergang an diesem Tag treffen die beiden auf Minami und Yume und Higashira versteckt sich sofort hinter Misuto. Minami erkundigt sich nach der Identität dieser neuen Person, aber Misuto rät ihr, wegen ihrer Schüchternheit Abstand zu halten. Yume wird irritiert, als sie sieht, dass Higashira ihn mit seinem Vornamen anspricht. Yume haut sie ab und Minami folgt ihr dicht auf den Fersen und verwirrt Misuto. Yume verhält sich daraufhin anders und behandelt ihn gut, bringt ihm häufig seine Sachen und erledigt Besorgungen für ihn. Er spricht das bei Higashira an, die ihm vorschlägt, ein Gespräch mit ihr zu führen, weil es sie aus irgendeinem Grund irritiert. Misuto zieht sich Yumes liebstes Kostüm an und nähert sich ihrer Tür mit diesem Gedanken im Hinterkopf. Sie ist erschrocken, ihn zu sehen, aber als er sich in ihre Richtung bewegt, erhöht sich ihr Herzschlag dramatisch. Sie schreckt zurück, als er ihren Hals streichelt und sich über ihren erhöhten Puls lustig macht, während sie mit dem Rücken an der Wand liegt. Er fragt sich, ob es typisch ist, dass ein Geschwisterteil nach dem anderen durstig wird, nur weil der andere sich herausgeputzt hat und sie wie eine Rübe erröten ließ. Sie fragt ihn, was er will, und befiehlt ihm, damit aufzuhören. Er sagt nur, dass es seltsam ist, dass sie sich nicht mehr über mich lustig macht, und er will wissen, warum. Yume vertraut sich trotz ihm ihrer Nervosität an, erzählt ihm, wie neidisch sie auf seine Side-Chick ist, und fragt ihn, ob es akzeptabel ist, dass Geschwister so fühlen. Misuto sagt ihr, dass das einfach nur eklig ist, aber das ist ihm egal, denn er wusste von Anfang an, dass sie eklig ist. Am nächsten Tag freundet sich Yume mit Higashira an und Misuto teilt ihr mit, dass seine Stiefschwester dachte, Higashira steht auf ihn. Higashira behauptet, dass das einzige Mal, dass sie sich bis heute gewünscht hat, ein Mann zu sein, war, als sie ihre Periode bekam, nachdem sie das gehört hatte, und erklärte, dass sie sich fühlte, als würde sie ihre eigene Kotze schlucken. Yume erinnert sich, dass sie in der Mittelschule beschloss, Misuto auf traditionelle Weise zu sagen, dass sie ihn liebt. Sie schrieb ihm in den Sommerferien einen Liebesbrief und nachdem sie ihn immer wieder aufgeschoben hatte, gab sie ihn ihm. Als er ihren Brief las, verlor sie sich in einem tiefen, existenziellen Dilemma.
Ihm ging es genauso und sie fingen an, sich zu verabreden. Eines Tages entdeckte Higashira einen ähnlichen Brief in ihrem Schuhkarton. Aber statt einer Liebeserklärung ist es eine Drohung von jemandem, der von ihrem schrecklichen Geheimnis weiß. Als sie den Anweisungen in dem Brief folgt, wird sie von Minami und Yume im Diner überfallen, die später zugeben, dass sich die Absender des Briefes sind. Higashira bittet sie, sie nicht zu verraten, da sie glaubt, dass sie erfahren haben, dass sie die Schöpferin eines virtuellen Streaming-Kanals ist, während ihre Ermittlungen über ihr Liebesleben beginnen. So schockiert wie sie ist, stellt Minami klar, dass ihre wahre Frage war, ob sie Gefühle für Misuto hat oder nicht. Yume fragt sich, ob Higashira wirklich meint, dass sie ihn liebt, nachdem sie schockiert gehört hat, dass sie es tut. Yume zeigt dem Giga ein Video von Misuto, der nicht begreift, was sie meinen, während Minami ein heißes Bild in ihrem Kopf entstehen lässt. Sie errötet tiefrot, als sich eine sinnliche Fantasie vor ihr entfaltet und Yume macht ein Foto von ihrem Gesicht, um ihre Gefühle zu bestätigen. Später erklärt Higashira, dass sie lieber mit Minami befreundet sein möchte, als sich ihm zu nähern, auch wenn Minami ihr anbietet, ihr beim Bum-Bum zu helfen. Yume fragt hastig, ob sie sich lieber auf ein unangemessenes Verhalten mit Misuto einlassen oder auf unbestimmte Zeit in der Friendzone bleiben möchte, da ihr Pessimismus sie an ihr früheres Ich denken lässt. Als das melancholische Mädchen gesteht, dass sie mit ihm flirten möchte, machen sich die drei auf den Weg, ihr dabei zu helfen, sich zu beschäftigen. Während Higashira Zeit mit Misuto in der Bibliothek verbringt, beobachten Minami und Yume sie aus der Ferne, wobei Minami von ihren riesigen Melonen schwindlig wird. Yume entdeckt, dass Misuto ihre Unterwäsche zur Schau stellt. Es ist ihr peinlich, als der Giga-Jet ihr beiläufig mitteilt, dass er ihre Unterwäsche sehen kann, kurz bevor sie erwarten, dass er sich bewegt. Higashira befürchtet, dass Misuto sie bei ihrem nächsten Treffen nicht als Mädchen ansieht, aber Minami sagt ihr, dass sie ihr größtes Werkzeug einsetzen soll, um das zu verhindern. Sie stöhnt zufrieden auf, als Minami sie streichelt und ihr sagt, dass er nicht vergessen wird, wie sich ihre Melonen anfühlen, wenn er sie einmal gekostet hat. What the hell? Higashira drückt sich gegen Misutos Arm, um das zu testen, aber er sagt ihr gerade heraus, dass er ihre Melonen spüren kann. Zur Überraschung aller gibt sie zu, dass sie das mit Absicht getan hat und erklärt, dass sie wollte, dass Misuto die Schönheit des Echten erlebt, weil er glaubt, dass Flachheit Gerechtigkeit ist, aber dieser stählerne Mann gibt nicht auf. Bei ihrem nächsten Versuch, seine Aufmerksamkeit zu erregen, versucht Higashira, sich in seine Nähe zu stellen und sich zu schminken, aber alles, was Misuto tut, ist, mit ihren Haaren zu spielen und sie über seinen persönlichen Freiraum zu belehren. Aber weil sie eine Masochistin ist, findet sie Gefallen an der Verspottung und kommt zu dem Schluss, dass sie ihre Verbindung mag. Später sagt Minami zu Higashira, dass es umso besser ist, je früher sie ihr ihre Liebe gesteht, auch wenn sie es am liebsten aufgeben würde. Yume ermutigt sie noch mehr, indem sie sagt, dass Misuto wahrscheinlich mit ihr ausgehen wird, weil er mit ihr zufrieden zu sein scheint. Sie bittet Misuto, sich mit ihr hinter der Schule zu treffen, während Yume und Minami in der Nähe lauern und auf ihre Ermutigung reagieren. Higashira begrüßt Misuto und sagt ihm, dass sie seine Toleranz, ihre Beziehung und die Tatsache, dass er sie nicht seltsam behandelt, zu schätzen weiß. Als sie ihm sagt, dass sie ihn liebt und seine Freundin sein will, hört Yume mit Besorgnis zu. Trotz ihrer Dankbarkeit lehnt Misuto ihre Bitte ab und überrascht damit alle. Yume bricht in Tränen aus, als er ihr sagt, dass er nur die eine Person lieben kann, an die er denkt, weil er so ein Einfallspinsel ist. Nachdem er abgelehnt wurde, geht Higashira zurück in ihre Friendzone und bittet Misuto, ihr sein Bücherregal zu zeigen. Sie fragt sich, ob der Grund dafür, dass er kein Interesse zu haben scheint, darin liegt, dass er dort nicht jugendfreie Publikationen versteckt. Er schlägt sie aus Frust und sie bittet ihn, netter zu sein, wenn er wirklich etwas will. Sie reibt ihm ihre Melonen unter die Nase, entschuldigt sich und sagt, sie wolle sich nur ein paar alte Romane ausleihen, nachdem sie gemerkt hat, dass sie ihn nur nervt. Er gewährt ihr die Bitte, da er keine anderen Gründe mehr hat. Später geht sie mit Yume und Minami einkaufen. Minami schimpft mit Misuto über ihre knallige Garderobe und sagt, dass sie sich nicht mit ihm treffen kann, wenn sie sich wie eine Automechanikerin kleidet. Misuto bietet ihr an, mir neue Kleidung zu kaufen. Minami hat in Wirklichkeit einen Hintergedanken. Zu ihrer eigenen Unterhaltung zwingt sie Higashira, sich in verschiedene sexy Kostüme zu verwandeln und sie zu verschönern. Aber als sich ihr Einkaufsbummel auszahlt, rät sie Higashira, Yumes lässigeren Modesinn zu übernehmen, während Yume sich für einen anderen Look entscheidet. Als Yume die Umkleidekabine betritt, erinnert sie sich daran, wie ihr hässliches früheres Ich bei einem Date mit Misuto etwas Bezauberndes getragen und den ganzen Tag auf Komplimente gewartet hat. Am Ende des Tages nannte er sie dienstbeflissen, bat sie aber, sich nicht mehr so anzuziehen, wenn sie draußen abhängen. Sie fühlte sich sofort von seiner besitzergreifenden Seite angezogen und richtet seitdem jedes Teil in ihrem Kleiderschrank nach Misutos Vorlieben aus, weil sie ihr früheres Ich für einen verrückten Masochisten hält. Zu Minamis Erstaunen entscheidet sich Yume dafür, ihre Kurven in einem neuen, eng anliegenden Kleidungsstück zu zeigen. Später, nachdem sie die Zustimmung ihrer Gottheit Misuto erhalten hat, kauft sie es und kleidet Higashira ähnlich wie Yume ein.
Am nächsten Tag taucht sie in Misutos Haus auf und er bittet sie herein, wobei er seinen misstrauischen Eltern sagt, dass sie nur eine Freundin ist. Yume taucht auf, um ein Auge auf das fragwürdige Verhalten ihres anspruchsvollen Bruders zu werfen, während sie seine umfangreiche Büchersammlung bewundert. Um Misuto zu beruhigen, entgegnet Higashira, dass, da er es schon einmal abgelehnt hat, sie zu kleppen, nichts mehr passieren kann. Yume setzt sich hin und liest ebenfalls ein Buch, während sie ihren Rivalen im Auge behält. Zu Higashiras Entsetzen bittet sie Misuto nach der Lektüre, ihr die Schultern zu massieren, weil sie das Gewicht ihrer Melonen schmerzt. Er lehnt zunächst ab, aber Misuto gibt schließlich nach, als sie anfängt, sich auf seinem Bett zu wälzen, um ihn zu ärgern. Als die Massage beginnt, imitiert Higashira den Roman, den sie gerade zu Ende gelesen hat, indem sie fröhliche Geräusche macht. Misuto ist verärgert und bricht ihr fast die Knochen, um sich zu revanchieren. Yume, die von ihrem blinden Verhalten genervt ist, beschuldigt sie, eine heimliche Beziehung zu haben. Ui weist diesen Vorwurf zurück, während Higashira behauptet, sie seien einfach nur Freunde und Misuto tue ihm leid, weil er eine Bro-Con-Schwester habe. Wie üblich hilft Misuto seiner Freundin mit ihren Socken, was sie noch mehr erzürnt. Danach erzählt Higashira Yume, dass sie immer noch Gefühle für Misuto hat, aber mehr als Mensch, denn als möglicher Partner. Higashira wird nervös, als Yume ihr sagt, dass sie auch ihre Freundin ist, obwohl ihre aufrichtigen Gefühle sie berühren. Higashira verlässt die Schule, um auf die Toilette zu gehen. Yume geht zurück in Misutos Zimmer und fragt ihn nach ihrer Beziehung. Nachdem er sie als besondere Freundin bezeichnet hat, zieht Yume eine ihrer Socken aus und bittet ihn, sie für sie anzuziehen und benimmt sich dabei wie ein verwöhntes Kind. Als er sie fragt, warum sie das Bedürfnis hat, sich mit anderen zu messen, antwortet Yume, dass sie die Absicht hat, ihn als ihren Diener auf Zeit zu benutzen. Misuto kommt der kindlichen Bitte nach, aber sie erröten beide vor Scham, als seine Fingerspitzen sich ihrer Haut nähern. Misutos Telefon brummt und er eilt nach unten, um seinen neugierigen Eltern zu helfen, die Higashira befragen. Später, als er sie nach Hause bringt, gibt sie zu, dass sie ihr weiterhin Bücher vorlesen sollten, weil sie immer noch verärgert ist, weil sie von ihm zurückgewiesen wurde. Misuto wird klar, dass er und Yume niemals so enge Freunde werden können wie er und Higashira, nachdem er an ihre gemeinsame Liebe zum Lesen erinnert wurde. Als Yume und Misuto im Sommer der Mittelschule ihr Debüt als Erwachsene feiern, lädt er sie zu sich ein. Er setzt sich neben sie auf sein Bett und ihre Schultern berühren sich, was ihnen einen Schauer über den Rücken jagt. Als sich ihre Gesichter in der Intensität des Moments näher kommen, schließt Yume ihre Augen bereit für einen Kuss. Sie ist unzufrieden, als er sie mit offenem Mund stehen lässt und ein Buch holt. Sie sitzen stundenlang schweigend da und lesen. Dann sieht er sie mit einem entschlossenen Ausdruck in den Augen an und sie schmollt wieder, nur um dann von Misuto nach Hause begleitet zu werden. Danach fragen sich sowohl Yume als auch Misuto, warum er es nicht geschafft hat, mit ihr erwachsen zu werden. Er fragt sich, was für ein Weicher er eine Frau in seinem Zimmer einlädt und ihr keinen Applaus schenkt, nachdem er sie abgesetzt hat. Yume ist verärgert, dass sie im dritten Jahr in eine andere Klasse als Misuto kommt und befürchtet, dass sie als seltsam angesehen wird. Er verspricht ihr jedoch, dass sie sich weiterhin zu wichtigen Anlässen wie Weihnachten treffen werden und sie geben sich ein Versprechen. Eines Tages sagt Yume, dass sie endlich einen Freund gefunden hat und Misuto gratuliert ihr, als sie zu spät zu ihrem Treffen kommt, aber er wird davon gelangweilt, wenn sie ihm von ihrem neuen Freund erzählt und schenkt ihm immer weniger Aufmerksamkeit. Eines Abends, als sie es gerade noch schafft, ihn beim Verlassen der Schule zu erwischen, schnauzt Misuto sie an und sagt ihr, dass ihm ihre Freundin völlig egal ist. Anschließend sagt er, dass er es bereut und es am nächsten Tag wieder gut machen wird. Yume lässt ihre Begleiterinnen zurück, um sich mit ihm zu treffen, aber als sie dort ankommt, muss sie feststellen, dass er sich mit einer neuen Frau amüsiert. Yume spricht ihn an, nachdem sie gegangen ist, und er entschuldigt sich sofort und gibt zu, dass er eifersüchtig war. Stattdessen beschuldigt sie ihn übermäßig misstrauisch, ein Betrüger zu sein. Als Misuto zu erklären versucht, dass dies sein erstes Gespräch mit der neuen Frau ist, kauft sie ihm das nicht ab und geht weg. Nach ein paar Tagen treffen sie sich zufällig, als sie in einer öffentlichen Bibliothek das gleiche Buch kaufen wollen. Misuto entschuldigt sich für sein Verhalten, überlässt ihr das Buch und schlägt ihr vor, es noch einmal zu versuchen. Yume nimmt den Vorschlag an, aber als sie sich auf den Rückweg machen, bemerkt Yume, dass sie nicht Hand in Hand spazieren gehen. Und Misuto beschwert sich, dass sie keine Entschuldigung erhalten hat. Später sieht Yume ihn allein und zögert, ihn zum Sommerfest einzuladen, weil sie befürchtet, dass sie sich nie wieder versöhnen werden. Sie vermissen sich und treffen sich den ganzen Sommer über nicht und melden sich auch nicht am Valentinstag, an Weihnachten oder an ihrem Jahrestag. Am Tag des Schulabschlusses trennen sich ihre Wege schließlich ganz offiziell. 2 Wochen nach der Trennung nimmt das Schicksal jedoch eine humorvolle Wendung und bringt sie als Stiefgeschwister wieder zusammen. Er erzählt Yume, dass das Buch, das sie aus Misutos Regal nimmt, dasselbe ist, das sie zusammen in seinem Zimmer gelesen haben, da sie gerade in seine Privatsphäre eindringen. Er fragt sich, ob sie das Erröten nicht bemerkt hat, weil sie mit ihren unanständigen Gedanken beschäftigt war.
Er gibt zu, dass er das Huhn war, das mit ihr schlafen wollte, aber es nicht konnte, und sie wirft ihm vor, sie eingeladen zu haben, als niemand sonst zu Hause war. Sie sind beide überrascht zu erfahren, dass sie sich an diesem Tag kein Bett teilen wollten, und scherzen weiter, bis sie sich schließlich streiten. In einer regnerischen Nacht ist Yume mit Misuto allein im Haus, als eine Kakerlake in ihrer Kammer auftaucht und sie mit der schlimmsten Katastrophe des Jahrhunderts konfrontiert wird. Sie bittet Misuto verständlicherweise um Hilfe, aber es fällt ihr schwer, die Situation zu beschreiben. Am Ende teilen sie sich das Bett und geben sich gegenseitig die Schuld. Yume antwortet auf Misutos Frage nach ihrer Sicherheit. Ich erwarte nicht, dass er sie anbaggert, wenn er es nicht einmal geschafft hat, als sie zusammen waren. Misuto erinnert sich im Laufe der Nacht an ihre gemeinsame Zeit, während er immer wieder ihr Gesicht anstarrt. Yume nennt ihn am Morgen ein Weichei, weil er die Kakerlake nicht losgeworden ist, und ihre Eltern machen sich über Misuto lustig, indem sie mit einem lang verheirateten Paar vergleichen. Ihre Mutter drängt Yume, einen Badeanzug zu kaufen, bevor sie aufs Land fahren, und ihr Vater erinnert sich daran, dass sie bald zu Besuch kommen werden. Sie fragt Misuto, ob er ihren Badeanzug sehen will, da sie aus irgendeinem Grund gezwungen sind, gemeinsam einkaufen zu gehen. Er fühlt sich sofort peinlich berührt und fragt sich, warum. Yume, die ebenso ängstlich ist, sagt ihm, dass sie sich nicht sicher ist, welchen sie kaufen soll, und zieht prompt die Vorhänge zu, während sie sich so arrangiert, dass sie wie ein optischer Leckerbissen aussieht. Misuto zieht sich zurück und sagt nichts Wichtiges. Yume fühlt sich schüchtern und fragt sich, warum er ihr nicht einmal gratulieren kann. Er fragt sich auch, ob sie möchte, dass er sich auf ihren Körper oder ihre Bademode konzentriert. Sie wird richtig wütend über seine Bemerkung und sagt ihm, er solle zur Hölle fahren. Als sie auf dem Heimweg an der Gasse vorbeikommen, in der sie sich zum ersten Mal geküsst haben, können sie nicht anders, als stehen zu bleiben und zu starren. Misuto kommt Yume ein bisschen zu nah, als ihr Hut im Wind weht und er versucht, ihn zu greifen. Yume schließt die Augen, weil sie die Intensität des Augenblicks spürt, aber er sieht sie nur finster an und dreht sich zum Gehen um. Yume kann nicht anders, als sich über ihre Position auf Misutos Schoß zu ärgern, während vor ihnen ein Film läuft. Misuto zerzaust ihr das Haar und sie fragt sich, ob er sie als Freundin oder als Haustier betrachtet. Gerade als sie denkt, dass es nicht mehr schlimmer werden kann, öffnet Higashira ihren Kapuzenpulli und enthüllt ihre prallen Melonen und kratzt an ihrem Dekolleté. Yume macht sich Sorgen, dass sie, wenn es so weitergeht, Ende des Jahres verheiratet sein werden und im Jahr darauf zwei Kinder haben. Misuto verwickelt Higashira schließlich in ein Gespräch über Filme, das Yume nicht versteht. Yume sieht Misuto an, als sie allein ist, und stellt fest, dass er sie neulich nicht geküsst hat, weil sie ihr jetziges Leben nicht zerstören können. Yume erinnert sich daran, dass sie sich in der Nacht nach ihrem ersten Date wie ein verknalltes Kätzchen fühlte, als Misuto sie anrief. Er teilt ihr mit, dass er ohne Grund angerufen und dann aufgelegt hatte, weil der Akku leer war. Sie erinnert sich, dass sie sich geärgert hat, als er danach nicht mit ihr gechattet hat, obwohl er das mit einem aufgeladenen Handy hätte tun können. Als die neue Familie Irido Misutos Heimatstadt besucht, werden sie von einem alten Hasen begrüßt, der sich fragt, ob sie und Misuto sich gut verstehen. In diesem Moment wirft sich eine Schönheit namens Madoka an Misuto heran, während ihr jüngerer Bruder Chikuma Gefühle für Yume entwickelt. Um sie willkommen zu heißen, lädt Madoka Yume zu ihrer Grillparty am Flussufer ein und schlägt ihr vor, ein Bikini zu tragen. Madoka erzählt Yume, dass Misutos Vater ihn allein großziehen musste und viel durchgemacht hat. Gerade als Yume beginnt, den Kampf und die Aufopferung ihrer Stiefmutter zu begreifen, umarmt Madoka sie und begehrt ihre schlanke Taille und ihre riesigen Melonen. Alter, Regie, an was denkt ihr eigentlich immer alles, wenn ihr die Texte macht? Sie macht ihr erneut Komplimente für ihre Bademode und fragt sich, ob ihr Freund sie ausgesucht hat. Yume schaut stattdessen Misuto an und Madoka versteht das und erinnert sich an Misutos trauriges Verhalten als Kind. Yume hingegen hat keine Zeit, diese neue Information zu verarbeiten, denn Madoka zieht ihr schnell die Jacke aus und führt sie in den Fluss, wo die beiden Hotties im Wasser baden. Chikuma errötet wie ein kultivierter junger Mann. Yume entdeckt Misuto später am Abend in einer alten Bibliothek beim Lesen eines Buches, das sie noch nie gesehen hat. Er erzählt ihr, dass es sich um die unveröffentlichten Memoiren seines Urgroßvaters handelt und bittet sie, es zu lesen. Bevor er sich auf den Weg ins Bad macht, erzählt er ihr noch, dass er jedes Jahr gelesen hat, seit er es gefunden hat. Yume liest es die ganze Nacht lang, jetzt wo sie allein ist, und als sie fertig ist, kann sie nicht aufhören zu weinen. Als ihre Tränen die letzte Seite ruinieren, entdeckt sie einen alten Fleck, der von Misutos Tränen stammt. Und ihr wird klar, warum er die Abgeschiedenheit dieses Ortes mag. Da die Geschichte von der ersten Freundin seines Großvaters handelt, fragt Yume Misuto nach seiner ersten Liebe, als er unerwartet auftaucht. Zunächst verblüfft offenbart er ihr, dass sie eine fröhliche und lächelnde Person ist, was Yume zu der Annahme führt, dass sie Madoka ist. Am nächsten Tag bemerkt Madoka ihr Stöhnen und scherzt, dass sie eine Glatze bekommen wird, wenn sie sich nicht schnell mit ihrer Zuneigung zu Misuto abfindet. Helft ihr.
Zu seinem Entsetzen schleppt sie Misuto daraufhin in einen abgelegenen Raum und sperrt sie dort ein. Als Yuma auf seine Frage antwortet, worum es geht, nicht antwortet, zieht er sich in eine Ecke zurück und wartet, bis sie ihre Gedanken gesammelt hat. In der Zwischenzeit erlebt Yuma eine Reihe von Gefühlen, als sie endlich etwas über seinen Hintergrund erfährt und seine Familie kennenlernt. Sie ist auch unsicher, wie sie auf ihn reagieren soll. Sie reißt sich zusammen, setzt sich vor ihn, ruft ihn beim Namen, so wie sie es früher getan hat, und erzählt ihm alles, was sie bereut. Zum Beispiel, dass sie an Weihnachten nicht angerufen hat und zuließ, dass er sich trennte. Misuto lächelt und lässt sich von ihr umarmen, während ihm die Tränen in die Augen steigen und sie einen Moment lang in die Vergangenheit zurückversetzt werden. Später, als sie sich wieder beruhigt hat, gibt Yume zu, dass sie irritiert war, als er dachte, Madoka sei seine erste Liebe. Yume errötet, als Misuto offiziell ihr spielerisch erklärt, dass er die ganze Zeit über sie geplaudert hat und bestreitet, jemals in sie verknallt gewesen zu sein. Am nächsten Abend regt sich Madoka über Chikuma auf, weil er in traditioneller Kleidung so gut aussieht. Yume ist verzaubert von Misutos Ankunft und bittet ihn, ihr zu erlauben, seine Fotos zu machen. In einer Fehlinterpretation gibt Madoka Yume sein Handy, während er mit ihr posiert. Yume ist skeptisch, als er es sofort entsperrt, aber sie ist nicht in der Lage, ihn zu fragen. Ihre Scherze gehen weiter, auch nachdem sie auf dem Jahrmarkt angekommen sind und Yume fragt, warum er sie belästigt, wenn er Menschenmengen verachtet. Misuto stellt ihr die gleiche Frage noch einmal und erklärt, dass er es aufgegeben hat, Madokas lästige Bitte abzulehnen. Aber bevor sie antworten kann, taucht Madoka auf und bietet an, Händchen zu halten, so wie sie es mit ihrem jüngeren Bruder tut. Yume hält Misutos Hand, obwohl er versucht, sie zu ignorieren, weil sie denkt, dass sie als seine ältere Schwester dafür verantwortlich ist, wenn er verloren geht. Widerwillig gibt er der Müdigkeit nach und findet eine Spielbude, wo Madoka Chikuma hilft, den großen Preis zu gewinnen. Yume macht sich Sorgen um sich und Misuto und beobachtet, wie eng sie beieinander stehen und fragt sich, ob es sich für Geschwister gehört, so zu handeln. Nachdem die ersten beiden Geschwister nichts gewonnen haben, gibt Madoka Misuto die Spielzeugpistole und erwilligt eines zu versuchen. Yume folgt Madokas Aufforderung, ihm als Schwester beim Schießen zu helfen. Ich habe beim Scheißen zu helfen gelesen, aber egal, nur widerwillig und schockiert ihn mit einer überraschenden Umarmung von hinten. Gemeinsam korrigieren sie die Richtung des Gewehrs und sie sagt ihm, er solle nicht auf sie hören, aber Yume verliert den Halt und stürzt über seinen Rücken, wobei sie ihn mit ihren Melonen trifft. Obwohl er dadurch das Zielen verliert, schafft er es, sie mit einem Stofftee zu treffen, das Misuto dem kleinen Kind schenkt. Yume findet heraus, dass er eine Spielfigur mag, nachdem sie sich gefragt hat, woher er wusste, dass Chikuma das wollte. Sie ist erstaunt über seine Detailgenauigkeit und fragt sich, ob ein Außerirdischer seinen Körper übernommen hat, aber Misuto wechselt das Thema und fragt, ob es ihre Absicht war, sich ihm an den Hals zu werfen. Er ist erleichtert, als er erfährt, dass seine Schwester nicht so raffiniert ist, wie er angenommen hatte, als sie die Anschuldigung zurückweist. Daraufhin stellen Yumes Eltern sie einer anderen Großmutter vor, die erleichtert ist, dass Misuto nicht mehr allein ist. Sie fragt sich, warum er auf alle in seiner Familie wie ein schwacher, einsamer Junge wirkt. Bevor sie jedoch die Chance hat, weitere Fragen zu stellen, stellt sie fest, dass Misuto woanders hin verschwunden ist. Yume beginnt alles zu verstehen, als Madoka ihr gesteht, dass er das jedes Jahr vor dem Feuerwerk macht. Sie versteht, dass er einfach der Typ ist, der selbst gerne allein ist. Er verachtet sie nicht oder ignoriert sie. Er rief sie an diesem Tag vor 2 Jahren an und wenn sie jetzt an seine Bemerkungen gegenüber Higashira zurückdenkt, wird ihr klar, dass die einzige Person, der er sich jemals geöffnet hat, ihr deprimiertes früheres Ich war. Als Misuto sich in einem Schrein ausstreckt, erinnert er sich daran, wie er sich wie die Hauptfigur in einer dystopischen Geschichte immer gefühlt hat, als hätte er ein Loch in seinem Herzen. Erst als er eines Tages Yume traf, wurde ihm klar, dass er der Fiktion immer näher war als der Realität. Zum ersten Mal hinterließ jemand einen bleibenden Eindruck in seinem Herzen, den die Literatur niemals ersetzen konnte, und sie fühlte sich wie ein zerbrechliches Geschöpf, das zerbrechen würde, wenn er nicht da wäre, um sie zu umarmen. Als Yume in diesem Moment zum Schrein kommt, fragt sich Misuto, ob sie da ist, um sich über seine mangelnden Umgangsformen lustig zu machen. Sie lässt sich neben ihm nieder und antwortet, dass sie schon immer wusste, dass er ein Verlierer ist. Sie erinnert sich an den Tag, an dem er sie im Sommer kontaktierte und bemerkt, dass er es von diesem Ort aus tat. Sie zweifelt daran, warum er sich entschieden hat, mit ihr auszugehen und kommt zu der Erkenntnis, dass er sie wirklich geliebt hat. Er schiebt die Verantwortung auf das Schicksal und behauptet, dass Higashira den einen Stuhl in seinem Herzen genommen hätte, wenn sie sich früher getroffen hätten. Aber er gehört jetzt und für immer Yume, denn sie ist diejenige, die er getroffen hat. Misuto sieht zu, wie das Feuerwerk vor ihnen explodiert und beginnt zu weinen. Als er das sieht, gibt Yume ihm einen Kuss und verspricht ihm, jeden zu verprügeln, der versucht, ihren Platz in seinem Herzen einzunehmen, und er starrt sie ehrfürchtig an. Higashira und Kawanami geraten in einen Streit, nachdem Misuto sie nach dem Urlaub den anderen Mitgliedern der Gruppe vorgestellt hat.
Er bestreitet, dass Misuto sich so schnell mit einer so schönen Frau angefreundet hat und bezeichnet sie als gerissenes Fangirl. Higashira nennt ihn einen Stalker, weil er sich als Misutos Freund ausgegeben hat. Yume und Misuto beobachten das Geschehen aus der Ferne und beschimpfen sich gegenseitig, während Minami Kawanami erwürgt und ihm befiehlt, seinen schmutzigen Verstand überprüfen zu lassen. Die beiden beschließen, ihrer Beziehung eine neue Chance zu geben, ohne sich von der Vergangenheit unter Druck setzen zu lassen. Und ihr persönliches Leben als Stiefgeschwister geht weiter. Werden sich ihre Eltern trennen, um ihnen diese Möglichkeit zu geben? Wenn ihr es bis hierhin geschaut habt, dann kommentiert #FreeYume. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut, habt Spaß, passt auf euch auf und ciao.